Hallo zusammen, hier ist wieder euer Akne97 mit seinen kleinen 1500 Abonnenten-Special. Ja, ich habe inzwischen schon knapp 1550, also genau zu sein 1548 Abonnenten. Und ich dachte mir, es ist mal wieder an der Zeit für ein paar Leute, also zu werben. Ich weiß, momentan hat Chainsaw Man und Weehawk haben Werbung gebracht, aber da, mir geht es halt nicht hauptsächlich um die Werbung, sondern ich möchte einfach einigen Leuten danken und euch 2, 3, 4 unbekanntere LPer vorstellen, bei denen ich einfach sagen muss, die liefern jetzt schon gute Qualität, könnten sich noch ein bisschen verbessern, aber haben es auf jeden Fall verdient, beachtet zu werden. Und deswegen möchte ich euch die einfach dann auch mal zeigen. Ja, zuerst mich. Nein. Nein, ich möchte natürlich nicht für mich werben, sondern da haben wir zuerst den Chimera. Ein recht neuer Let's Player, noch nicht mal ein Hintergrund ist vorhanden und mit 30 Abonnenten sehr unbekannt. Er hat auch etwas, schon ein bisschen was gemacht, er hat früher schon mal LP, hat aber dann zwischendrin eine Pause gemacht und hat dann mit Link's Awakening DX angefangen. Was ich auch sagen muss, was ihm ziemlich gut gelingt, also er ist recht ruhig, es rauscht auch noch ein bisschen. Aber das kriegt er schon noch im Griff, würde ich sagen. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken, wenn man sich das Spiel angucken möchte. Gerade wenn man sich seine Farbe angucken möchte. Deswegen möchte ich einfach mal für Dick Mirren werben und sagen, der Typ ist echt nicht schlecht. Und aus dem könnte was werden, wenn er sich anstellt. Und wenn ihr ihm auch ein bisschen Feedback gibt, ein bisschen Rückmeldung zu dem, was er macht. Und auch sagt, hey, das Rauschen ist ein bisschen blöd. Oder red ein bisschen mehr oder spack ab. Oder keine Ahnung, irgendwas, dann gibt's meine Ruhe im Hintergrund. Da! Und ja. Entschuldige. Und dann würde der sich bestimmt auch freuen und er hat's verdient, er ist nicht schlecht. Genau. Dann haben wir hier Nummer 2, Kesuna Aihara. Die eigentlich die Werbung nicht unbedingt nötig hat, mit fast 1000, ja, mit über 900 Abonnenten, fast 1000 Abonnenten irgendwie. Und deswegen, ich möchte sie einfach mal erwähnt haben, also viele kennen sie jetzt noch nicht so, sie macht eigentlich doch recht tolle Projekte, auch wenn es ist viel Toho dabei, möchte ich jetzt nicht wenn sagen oder so. Momentan Driver 2, Muppet Monster Adventure, und das war's glaube ich schon, ich glaube nur die zwei Projekte aktuell, sie lädt auch Iosis, wenn es richtig so heißt, schlag mich bitte nicht. Und ja, sie macht ihre Sache echt gut. Sie ist mal eine weibliche Appearin der anderen Art. Und es ist ihre ganz eigene Art. Und es ist einfach mal was anderes, was Frisches und was Besonderes. Das möchte ich einfach mal dazu gesagt haben. Ja, ich denke, mehr kann ich da auch. Mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Dann haben wir als nächstes Dan Insanity. Ja, zu ihm habe ich dank Chainsaw Man seit kurzem ein bisschen mehr Kontakt. Er ist auch noch, ist noch früher morgen, meine Nase ist noch dicht. Er ist auch noch relativ neu. Er hat jetzt, ja, relativ neu, denke ich schon. Hat schon über 200 Uploads. Er macht das Ganze seit 5 Monaten, okay, wusste ich noch gar nicht. Ja, ich habe noch nicht alles geguckt, weil mich eher seine aktuellen Projekte interessieren. Und er hat jetzt inzwischen über 100 Abonnenten, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Und ja, er macht echt tolle Arbeit, gerade mit Naruto Ultimate Ninja Storm. Das Spiel schaue ich mir so gerne an, oder auch God of War ist einfach nur klasse von ihm LP. Und der ist einfach noch sehr unbekannt mit seiner fetten Katze, aber er macht klasse Arbeit, also das kann man echt nicht unterschätzen, was er da macht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei ihm reinschaut, also er hat es echt verdient mit Darkwing Duck. Ja, und er hat auch einen Hintergrund. Daumen hoch. Ja, was haben wir denn noch da? Genau, da haben wir The Keanu 88, aber von allen eh nur Keanu genannt. Er ist schon ein bisschen dabei, aber er ist trotz allem sehr unbekannt. Also es kennen ihn kaum Leute. Ich kenne ihn seit seinen Anfängen, weil er mich einfach angeschrieben hatte und hat gesagt, hey Akne, könntest du mal
bei meinen Videos, die ich morgen hochlade, mal drauf gucken, mir ein bisschen Kritik geben oder mir vielleicht mal helfen oder auch vielleicht mal mit mir aufnehmen. Fand ich eine schöne Aktion von ihm. Und er hat ja auch da schon gute Arbeit geleistet, weswegen ich ihn natürlich auch abonniert habe und mir auch gern bei seinen Let's Plays mal reinschaue. Und jetzt kam es auch endlich mit einer Zusammenarbeit zustande. Ich habe es auch schon per Bulletin geschrieben mit Let's Play Together. Ja, Let's Kommentier Together. Playen tue ich ja nicht. Star Fox Assault! Ja, wir haben uns zusammen an Star Fox Assault gesetzt. Ich werde nicht das ganze Projekt dabei sein. Es wird noch ein weiterer Gast dort sein. Aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, dass ich jetzt die ersten 4-5 Parts irgendwie dabei bin. Dann ein anderer Gast, dann wieder ich und zum Finale sind dann beide Gäste dabei bei Keanu. Und wenn ihr auch ein bisschen mehr wieder von mir sehen wollt, könnt ihr auch gerne bei Star Fox Assault reinschauen. Das haben wir erst gestern aufgenommen, also ist ganz, ganz frisches und heißes Material. Daher, es lohnt sich auf jeden Fall und er würde sich auch über mehr Rückmeldungen und Kritik und sonst was sehr freuen. Ja, dann war es auch schon mit der Werbung jetzt im Grunde, die auch schon 6 Minuten füllt. Okay, aber ich muss noch ein paar Leuten danken. Und zwar, als allererstes haben wir hier unseren Shadow Soul 135. Ja, wer kennt ihn nicht, den guten alten Shadow Soul? Ich würde sagen, er ist so... ziemlich, er ist der erste größere LPR, damals größer oder jetzt auch größer oder bla. Also auf jeden Fall, als ich bei meinen Anfängen stand, konnte ich mich an ihn wenden. Er hat mir geholfen, er hat mir ein, zwei Tipps gegeben mit Mikrofonlautstärke und unter anderem hat er mir eben auch dabei unterstützt, bekannter zu werden. Er hat etwas Werbung für mich gemacht. Wir haben zugleich Projekte gehabt. Er war bei Trauma Center New Blood fast komplett dabei. Und bei Second Opinion war er ein Stückchen bei mir dabei. Also da war er beim Ende dabei. Und ansonsten, wir werden wieder Trauma Team zusammen machen, sobald ich dieses Spiel irgendwo in die Finger kriege. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Er ist einfach ein klasse Kerl, sowohl als Let's Player, sowie auch im ja, Privaten, wie ich ihn kennenlernen durfte. Es macht einfach Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten und mit ihm einfach mal in Skype zu quatschen oder sonst was. Und wenn ihr Neulinge seid und selbst LP, ihr könnt ihn gerne anschreiben. Also er gibt gerne Rückmeldungen zu der Arbeit von anderen. Ja. Dann haben wir hier an der Stelle Lost Destroyer. Ja. Was kann ich über sie sagen? Mit ihr habe ich angefangen. Es ging mit Kupo Flyers los damals. Wir haben unser komplettes Ding auf unsere kompletten LPs auf einen Kanal geladen. Da kannte uns noch kein Schwein und Kupo Flyers kennt jetzt auch kein Schwein. Vor allem, weil es nicht mehr wirklich existiert. Aber ich arbeite sehr gerne mit dir zusammen.